gut. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich beim Sekt die Kamera nicht auf Vollbild hatte. Das heißt, das wäre eigentlich schön gewesen, aber gut. Okay, ja, umso besser. Dann ist ja alles gut. Weil es hat besser geklappt als erwartet, deswegen, okay. So, dann kommen wir jetzt zu einem Fach, vor dem ich tatsächlich am meisten Angst in dieser gesamten Vorlesungsreihe hatte. Ich wollte es aber unbedingt drin haben, um selber was über dieses Fach zu lernen, und das ist Elektrotechnik. Elektrotechnik, wenn ich mich hier so umgucke, könnten Sie das eigentlich eher halten, anstelle von mir. Da ich selber mit Elektrotechnik gar nicht so viel am Hut habe und dass bei uns im Studium auch tatsächlich gar nicht so viel drankommt, was ich schade finde, weil Elektrotechnik eigentlich eine der klassischen Ingenieurswissenschaften ist, wenn man sich diese Disziplinen anguckt. Also man hat irgendwie Maschinenbau, Chemieingenieur oder Verfahrenstechnik, Chemieingenieur und dann Elektrotechnik und dann vielleicht noch ein, zwei andere. Aber so von dieser Grundausprägung ist die Elektrotechnik auf jeden Fall extrem wichtig. Und was ich mir jetzt so mit Ihnen vorgenommen habe, weil viel weiter bin ich auch leider nicht gekommen, muss ich ehrlich zugeben, ist, dass wir erstmal die Zeit nutzen, die ich ein bisschen füllen muss, um was über Patente zu lernen. Und dann lernen wir was über Nikola Tesla, der hat nämlich auch viel mit Patenten zu tun. Und das empfehle ich wirklich jedem. Es gibt ein sehr, sehr schönes Buch über Nikola Tesla. The Inventor and Research and Writings of Nikola Tesla. Und das kann man auch, es gibt ja so einen Verlag, die setzen die Bücher dann in schick nochmal auf. Das ist jetzt nicht teuer, kostet irgendwie 20 Euro oder so, aber ist nochmal sehr, sehr schick gemacht. Und hier steht drin, was Tesla eigentlich alles so gemacht hat. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Und dann werden wir sehr einfach die Grundlagen der Elektrotechnik uns angucken. Das wird wirklich sehr, sehr einfach sein. Und dann gucken wir uns einfache Stromkreise an. Und dann machen wir noch eine kleine Rechnung und dann gucken wir uns nochmal an einem an einem Computerprogramm an, ob das mit dieser Rechnung auch gut geklappt hat. Und dann brauchen wir hier jetzt auch mal einen Zurückgriff auf die Mathematik. Das habe ich an der Stelle mal versucht, das hatten wir eben so ein bisschen, hat man glaube ich gesehen, aber jetzt gerade will ich Ihnen mal zeigen, wie man das, was man in der Mathematik dann irgendwie macht, auch tatsächlich in einem anderen Fach braucht. Erstmal Nikola Tesla. Der hat unglaublich viele Erfindungen im Bereich Elektrotechnik gemacht, besonders elektrische Energietechnik. Zum Beispiel die Entwicklung des Zwei-Phasen-Wechselstroms zur Energieübertragung. Und das Witzige war, dass Tesla, dem wurde als Student immer so ein Motor gezeigt und da gab es noch so eine Art Bürste oder so, die man gebraucht hat. Und die hat diese Motoren unglaublich ineffizient gemacht. Brushless. Genau, brushless. Genau. Und er war halt fest davon überzeugt, dass er das ohne diese Dinger hinkriegt. Und sein Prof war da überhaupt nicht von überzeugt. Man, das wäre Quatsch, das kriegt man auch nicht ohnehin. Und er war aber dann der Meinung, doch, doch, das kriege ich hin. Und er hat es auch irgendwann hingekriegt. Das heißt, lassen Sie sich auch nicht Ihre Ideen oder was auch immer von den Professoren, Professorinnen nehmen. Er war da sehr, sehr hinterher und das hat ihn auch sehr erfolgreich gemacht. Und also wenn man mal so guckt, was der alles getrieben hat und auch in welchen Bereichen, es gibt auch, ich weiß nicht, ob es ein wirkliches Zitat ist, aber es gibt zumindest so ein Saying, dass Einstein gefragt wurde, wie ist es eigentlich, der schlauste Mensch auf der Welt zu sein? Und er hat gesagt, fragen Sie Tesla, der kann es Ihnen sagen. Okay. Und Tesla war eben auch, und das ist was, was mir immer so wichtig ist, der ist halt eine sehr interessante, auch zwiespaltige und vielschichtige Persönlichkeit. Und ich bin halt fest davon überzeugt, dass die Sachen, die er geschafft hat, eben aufgrund seines Charakters geschafft hat. Okay? Also wenn Sie sich das mal so ein bisschen angucken, das ist super interessant. Also Tesla hat behauptet, dass er nur 2 Stunden am Tag, also 2 Stunden die Nacht gepennt hat. Sonst hat er einfach immer gearbeitet. Weil der war so versessen auf seine Arbeit. Und der hatte auch so ein paar Gimmicks, die ihm das relativ gut gemacht haben oder geholfen haben. Er konnte zum Beispiel unglaublich gut sich Sachen bis ins Detail vorstellen. Das heißt, während er sich irgendwas überlegt hat, der musste sich das nicht aufmalen oder so, sondern der konnte sich das im Kopf so überlegen, dass er das komplett vor Augen hatte, durchdenken konnte und dann eben realisieren oder darstellen konnte. Und es ist eben auch so, dass er, also es gibt dann auch so ganz interessante Sachen, dass er zum Beispiel
Leute gefeuert hat oder nach Hause geschickt hat, die für ihn gearbeitet haben, wenn sie nicht so gekleidet waren, wie er das wollte. Und der hat sich alle paar Wochen hat er seine Handschuhe weggeschmissen, sich neue Handschuhe geholt und so. Es gibt immer diese Geschichte über ihn, dass er halt verarmt gestorben ist. Das liegt aber daran, dass er nicht mit Geld umgehen konnte. Das lag auch nicht so richtig in seinem Charakter drin, weil er halt so über seine Maßen gelebt, weil es ihm eben auch wichtig war, dass, wenn eben kein Geld irgendwann mehr reinkam, dann ja, war schwierig. Und was eigentlich im Zusammenhang auch sehr, sehr interessant ist, ist der Stromkrieg. Und der Stromkrieg ist der erste Krieg, wo es um die Dominanz einer Technologie ging. Und zwar war es ein Disput zwischen Thomas Edison und George Westinghouse. Und es ging darum, eine geeignete Technik zur großflächigen Versorgung der USA mit elektrischer Energie. Und hier spielen die Patente eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil Edison hatte viele Patente für Gleichstrom. Und bei elektrischer Energie ging es vor allen Dingen um Beleuchtung. Und dann hat Edison zu seinem Gleichstrom, hat er sich so eine, ich glaube, Kohlefaserlampe entwickelt. Und diese Kohlefaserlampe, die wollte er überall aufbauen. Und dann hat er gesagt, naja, die werden alle mit Gleichstrom betrieben. Und um das zu machen, baue ich auch die entsprechenden Kraftwerke direkt daneben. Das lohnt sich für ihn natürlich super. Und der Westinghouse hat gesagt, Gleichstrom ist nicht so gut. Das Schöne beim Wechselstrom ist, den kann man immer hoch und runter transformieren, ohne Verluste. Und das heißt, man kann beim Wechselstrom große Distanzen überbrücken und kann dabei wenig Verluste. Das heißt, sie brauchen sehr dünne Kabel. Also Kupferkabel müssen dünn sein, beim Gleichstrom brauchen sie riesen dicken Kabel, haben unglaublich große Verluste. Und das heißt, dass die beiden dann natürlich ein riesiges Interesse haben, weil es ging gar nicht darum, dass die mit der anderen Technologie nicht hätten arbeiten können, aber die haben sich mit ihren Patenten natürlich entsprechend platziert. Also der Edison war eher interessiert an Gleichstrom und hatte entsprechend die ganzen Patente und da hätte der Westinghouse nicht einfach loslegen können. Dann wäre er halt blockiert und umgekehrt genauso. Das heißt, sie haben, und so ist das bei Firmen heute auch so, natürlich immer Interesse, bestimmte Technologien in bestimmte Richtungen zu drücken, wie die Patentlage gerade gut ist. Und es gibt auch Sachen, das gibt es auch heute noch, dass Technologien einfach von Firmen nicht eingesetzt werden können, weil sie durch Patente blockiert sind. Das heißt, es kann sein, dass eine Firma eine Technologie hält, sie aber nicht nutzt, aber andere Firmen können sie nicht nutzen. Und das führt auch dazu, dass manche Firmenkäufe, die sich eigentlich nicht lohnen, einfach getätigt werden, um an die Patente ranzukommen. Weil wenn sie eine Firma kaufen, übernehmen sie die Patente und damit auch die Rechten und Pflichten. Okay? Das heißt, die Firma, die sie vorher blockiert hat, die blockiert sie dann nicht mehr, wenn es ihre Firma ist. Es gab aber noch eine andere Sache. Weiß jemand, warum, was auch noch bei Gleichstrom und Wechselstrom auch noch so ein Punkt war, der hier nicht steht, aber den man auf keinen Fall vernachlässigen darf, der auch ganz, ganz wichtig war? Ja? Genau, gesundheitliche Aspekte. Das Problem ist, und das war zum Beispiel einer der Punkte, der Edison sehr, sehr stark hatte. Das Problem ist, es war noch gar nicht klar, ob sich Strom überhaupt durchsetzen wird. Also Strom wurde von vielen Leuten immer noch sehr, sehr argwöhnisch misstraut. Und was ist das Problem mit Wechselstrom? Das Herz passt sich der Frequenz an. Ja, das Herz passt sich der Frequenz an, aber was ist im Vergleich zum Wechselstrom, was ist mit Wechselstrom? Genau, generell ist gefährlicher. Ja, also es kann schneller was passieren. Und das haben die auch versucht zu zeigen, am Anfang um Wechselstrom eigentlich den Vorteil zu zeigen. Die haben nämlich versucht, elektrische Stühle zu bauen und das hat überhaupt nicht gut geklappt, weil die Leute sind da sehr, sehr elendig dran gestorben. Und das hat man dann wieder als Argument gegen den Wechselstrom genommen, dass sie gesagt hat, wir können ja nicht überall sowas da aufbauen, wo die Leute elendig dran sterben und das können wir nicht machen. Und deswegen hat der Edison nicht nur auf seine Patente geguckt, sondern er war halt sehr, sehr hinterher, dass die USA elektrifiziert werden. Und er hat halt gedacht, oh, wenn der Wechselstrom sich durchsetzt, dann setzt sich gar kein Stromnetz durch. Und dann kriegen wir wieder Gas oder Öl oder was auch immer. Also das war zu der Zeit gar nicht so klar, dass man sagt, okay, der Strom ist jetzt da, machen wir auf jeden Fall. Sondern man musste natürlich die Öffentlichkeit mit überzeugen. Und das heißt, die Vertreter beim Gleichstrom waren der Meinung, wenn Wechselstrom kommt, dann wird das nicht klappen. Und das heißt, dass die aber auch versucht haben, krasse Kampagnen gegen Wechselstrom zu machen. Okay? Also die haben dann öffentlich irgendwelche Tiere hingerichtet mit Wechselstrom, und irgendwie versucht, richtig
Stimmung dagegen zu machen, damit eben dieser Gleichstrom kommt und damit es zur Elektrifizierung kommt, weil das wollten sie alle. Sie wollten, dass die USA elektrifiziert werden und eben Lampen und Energie und alles Mögliche. Tesla hatte zu der Zeit auch schon sich Gedanken gemacht über Kommunikation, über drahtlose Kommunikation und so. Also er war schon sehr, sehr weit mit seinen Ideen. Das ist eigentlich echt cool. Und Tesla hat auch das hier entwickelt. Und jetzt enttäuschen Sie mich bitte. Es muss irgendwen geben, der weiß, was das hier ist. Was ist das? Das ist eine Tesla-Spule, genau. Woher kennen Sie das? Genau, die hat Tesla auch erfunden. Aber warum kennt man eigentlich Tesla-Spulen? Also es funktioniert nur als Lampe, was anderes funktioniert nicht. Genau, was macht die Tesla-Spule eigentlich, also außer Licht? Genau, funktioniert sehr gut. Was ist das Problem? Genau, sie verbraucht unglaublich viel Strom und sie hat nicht so viel Reichweite. Also das ist so das Problem. Aber sie kann eben Geräte laden. Der Witz ist, warum die Tesla-Spule eigentlich so bekannt war, aber das ist nicht mehr ihre Generation, das war unsere Generation. Bei uns war das, hatte das so, deswegen habe ich mir auch diese Lampe hier gebaut, im 3D-Drucker. Bei uns hatte das so, wie soll man sagen, jeder kannte das auf jeden Fall. Weil, also bei uns war das mit dem Computerspielen noch ein bisschen anders. Wir hatten keine Flachbildschirme, wir hatten so welche Rechner halt, ne? Und dann so welche Rechner. Und dann gab es immer LAN-Partys und bei den LAN-Partys hat man sich getroffen und dann musste jeder seine riesigen Rechner mitbringen und dann musste man irgendwie Kabel und dann hat man sich nicht gefunden, dann musste man IP-Adressen und sowas. Das war immer ganz gut, weil man sich schon ganz gut mit Computern auskannte. Ne? Da muss man erstmal gucken, warum finden sich Computer nicht und so. Und was da immer gespielt wurde, war Command & Conquer. Also das, was so StarCraft heute ist oder so. Und da war das hier eigentlich so, dass, ja, das kannte halt jeder. Also das war so im Prinzip die, das, ja, die Catchability, das war so das Marketing-Ding davon, ja? Ich habe den ganz am Anfang gar nicht erkannt, weil es halt eigentlich eher eine Lampe ist. Und ja. Stand, habe ich ihn dann erkannt an dem, also aus dem Spiel. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich glaube, Sie können das mittlerweile auch umsonst spielen, jedenfalls die älteren Versionen. Ich will Ihnen jetzt nicht sagen, spielen Sie Computer, aber. Nee, ich glaube, die sind sogar offiziell. Ja, die kann man alle spielen. Und dann wissen Sie, diese Tesla-Spule, die hatte da ganz, ganz großen, wie soll man sagen? Gameplay-Impact. Ja, das sowieso, aber mir fehlt immer noch die ganze Zeit das Wort. Also in der Popkultur war es so ein bisschen, nicht Marketing, aber jeder kannte das auf jeden Fall. Also es hatte so ein bisschen, war so wie Lord Vader bei Star Wars oder so. Es war so. Gut. Kommen wir zum nächsten. Was sind Patente? Ein Patent ist ein hoheitlich erteiltes gewerbliches Schutzrecht für eine Erfindung. Was macht ein Patent? Also ich habe so ein gewerbliches Schutzrecht, was bringt mir das? Was habe ich davon? Was ist gut, wenn ich ein Patent, was kann ich damit tun? Sagen wir so, Sie melden ein Patent an, dann haben Sie das. Und nun? Darf ich Lizenzen verkaufen, damit andere Firmen das nutzen wollen? Genau, Sie dürfen Lizenzen verkaufen. Was gibt Ihnen das Recht beim Patent? Warum dürfen Sie das? Ich habe es sehr effektiv gefunden. Ja. Das ist zumindest die gehoffte Idee. Ja. Und dementsprechend, wenn ich es erfunden habe, dürfen andere Firmen sich die Idee schnappen und daraus ein Produkt entwickeln. Genau, was geben Sie nämlich her dafür? Die Lizenz, die Erlaubnis, das, was ich erfunden habe, zu bauen. Genau. Sie geben auch das Wissen her. Und das ist eben die Idee. Der Witz ist auch, das Patent wird ja immer als Schutzrecht, es schützt sie nicht. Das Patent gibt ihnen die Erlaubnis, anderen zu verbieten. Das ist ein Verbietungsrecht, heißt, glaube ich, müssen wir einen Juristen mal fragen, das Recht zu verbieten. Also sie dürfen, der Inhaber des Patents ist berechtigt, anderen die Nutzung der Erfindung zu untersagen. Okay, also das macht das Patent. Das Schutzrecht wird auf Zeit gewährt, zum Beispiel in Deutschland 20 Jahre. Warum macht man das? Weil, bevor es Patente gab, war immer das Problem, ne, wieder in Murano, dass man die alle einfach auf die Insel getan hat. Und niemand einfach wusste, wie die das tun. Wurde einfach geheim gehalten. Und es war immer die Angst, dass wenn jemand irgendwas erfindet, dass es macht, aber nicht mitteilt.
Und dann hat man eben gesagt, naja, es ist aber für alle besser, wenn wir das Wissen teilen und jeder Zugriff auf das Wissen hat, ist für uns als Gesellschaft viel, viel besser. Und dann hat man sich diesen Deal überlegt und hat gesagt, okay, pass mal auf, wenn du bereit bist, dein Wissen zu teilen und der Öffentliche, deswegen sind Patente ja immer öffentlich, das ist ja nicht wie bei den wissenschaftlichen Journals, wo sie dann irgendwie über die Bibliotheken der Unis oder so, sondern Patente sind immer öffentlich für alle. Und dann hat man aber gesagt, naja, im Umkehrschluss darfst du aber 20 Jahre anderen verbieten, das zu benutzen, dann kannst du erstmal Geld mitverdienen. So. Und eben Lizenzen, das ist halt das Coole da. So. Wann kann man denn für etwas ein Patent anmelden? Ich kann ja jetzt einfach rumlaufen und ein Patent anmelden, gut. Aber wann kann ich ein Patent anmelden? Oder was sind so die Kriterien, um ein Patent anzumelden? Ja? Genau, genau die drei Sachen. Also es muss neu sein, das heißt, niemand darf diese Erfindungen vorher gemacht haben. Neuheit ist immer nicht so ganz leicht, ich habe es jetzt nicht hier, aber es gibt ja ein Patent auf die Pyramiden, das habe ich gefunden. Und das Patent ist von 2005 oder 6 oder 4 irgendwie so und da waren die Pyramiden definitiv nicht neu. Und es ist auch so, dass man die Pyramiden als solche erkennt. Zum Beispiel das Iron Man Patent war eigentlich auch nicht neu, was ich ganz am Anfang, ne? Also eigentlich ist das Ding ja schon erfunden. Aber irgendwie gibt es dann immer Hebel und Kniffe und Tricks, das doch irgendwie neu zu verkaufen. Weil es muss ja nicht komplett neu sein. Das war wie mit diesem Liftjet und dem Ventilator. Und dann wurde eine Sache wurde geändert, die dafür halt Neuheit gibt. Die Patente werden ja geprüft von entsprechenden Personen. Ja. Und wenn man das mal nachguckt, wenn man da arbeiten möchte, dann muss man mindestens ein Master. Ja. Ja, das ist auch richtig. Das ist immer ganz interessant, weil es gibt ja die, ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben, es gibt ja immer diese Messbarkeit, wie umtriebig eine Gesellschaft quasi ist. Das wird ganz oft an der Anzahl der Patente. Und die Deutschen waren eigentlich immer sehr, sehr gut. Da müsste man jetzt auch regional mal gucken. Also es ist sehr geclustert in Deutschland. Was glauben Sie, wo so die meisten, regional die meisten Patente in Deutschland angemeldet werden? Das ist eigentlich sehr, sehr leicht, ja. Nee, leider nicht. Bayern, Baden-Württemberg und hier Frankfurt, da die Gegend. Das ist komplett geclustert. Ne? Da, wo SAP, Bosch und die ganzen sitzen, da werden alle Patente angemeldet. Also das ist relativ geclustert. Deutschland ist trotzdem sehr, sehr gut. Das Problem ist, dass Sie ein Patent in Deutschland anmelden können, in der Europäischen Union, in China, in Indien und so weiter. So, jetzt ist es so, dass ein Land, was gerade aufstrebend ist, hat natürlich ein großes Interesse, viele Patente zu entwickeln. Und Sie haben ja gerade gesagt, um da als Patentprüfer zu arbeiten, müssen Sie ordentlich ausgebildet sein. Das ist aber jetzt nicht in jedem Land gleich. Das heißt nicht, dass die besser oder schlechter ausgebildet sind, aber es wird nicht in jedem Land Patente gleich geprüft. Mit derselben, so wie wir nicht jede Klausur gleich prüfen, sondern der eine Prüfer macht so, der andere Prüfer macht so. Und da spielt es eben eine Rolle, auf welchem Stand ein Land gerade ist. Weil die ja natürlich Patente geben ihnen ja Rechte, Möglichkeiten. Und selbst wenn sie ein Patent nur in Deutschland haben, ist es trotzdem nicht mehr neu, wenn jemand anders das macht. Selbst wenn sie das Land nur für Deutschland das Patent kriegen würden, nicht, wäre es aber nicht, ist veröffentlicht. Also es kann keiner mehr. Dann hatten sie gesagt, erfinderische Höhe. Erfinderische Höhe ist super cool, weil erfinderische Höhe heißt, ich könnte ja jetzt das Ding hier in Blau erfinden. Gibt's nicht. Wäre neu. Und das andere, was Sie gesagt haben, ist gewerblich, also kommerziell. Ich muss es verkaufen können. Also das ist immer schon der Witz bei Patenten, dass Sie damit Geld verdienen. Und eine blaue Tafel könnte ich auch verkaufen. Aber bei einer blauen Tafel sagt man, naja, also du hast jetzt die Farbe geändert und das ist jetzt nicht wirklich eine Erfindung. Also das ist nicht wirklich eine Leistung, die du da gebracht hast. Und das heißt, da gibt es eben diese erfinderische Höhe und da haben Sie natürlich sehr viel Spielraum. Weil die erfinderische Höhe kann man nicht wirklich bemessen. Es ist auch super schwer, den Wert von Patenten zu messen. Gibt es Literatur zu? Es gibt so Patente, zum Beispiel Fraunhofer hat mit einem Patent sehr, sehr viel Geld verdient. Weiß jemand, welches Patent das sein könnte? Ja? Mit einem Audio-Codec. Genau, wissen Sie welchen? AAC. Hm. Ich weiß nicht, ob der auch so heißt. Er heißt eigentlich anders. Ich kenne mich aber nicht genug aus, um zu wissen. Ich würde sagen, es ist ein anderer. MP3. Okay, ist ein anderer, ne? Genau, also Fraunhofer hat das MP3 erfunden. Und dann sitzen die da auf ihrem Patent. Das wurde ganz gut genutzt.
Das Problem ist, sie wissen das vorher nicht. Und sie würden natürlich gerne in diese Patente investieren, die so wie MP3 sind. Ne? Oder wie, keine Ahnung, das Google-Patent für den Algorithmus, den die damals... Also es gab ja die Doktorarbeit von Larry Page. Ne? Der hat eine Doktorarbeit geschrieben, hat gesagt, okay, ich will irgendwie diese Suchergebnisse besser verlinken. Viel mehr hat er ja eigentlich nicht gemacht, hat patentiert und dass das so explodiert. Ne? Und das heißt, es gibt ganz, ganz viele Bemühungen, irgendwie zu versuchen, Patente bemessbar zu machen. Was aber sehr schwierig ist, aber auch super, super spannend. So, dann hätten wir hier erfinderische Höhe, kommerziell nutzbar. Okay. Und jetzt möchte ich Ihnen mal ein Beispiel zeigen, wie so Neuheit zum Problem werden kann. Das sehen Sie hier. Links ist die Patentanmeldung. Und zwar ging es darum, dass die Idee war, dass die Schiffe, die gesunken sind, die wollen sie wieder hochholen. Und dann hatte der Erfinder die Idee, indem er da ganz viele Tennis- und Tischtennisbälle reintut, das Wasser zu verdrängen, die Dichte zu ändern und dann geht das Schiff hoch. Und dieses Bergen von Schiffen ist gar nicht so leicht. Und damit kann man auch Geld verdienen. Und dann war diese Idee ganz gut, dass man hier eben über... wo ist das hier? Ah ja, genau, dass man hier quasi die Tischtennisbälle alle da rein und gut ist. Und das Patent wurde abgelehnt, weil jemand anders, der das für nicht eine gute Idee gehalten hat, dem Patentamt das Recht geschickt hat. Und da sehen Sie Donald, wie er ein Schiff hochholen will und da sind Tick, Trick und Track und die tun Tischtennisbälle da rein. Also die machen genau das, was in dem Patent beschrieben wird. Und dann sagt das Patentamt, nette Idee, ist aber nicht neu. Die Idee gab es vorher schon. Sie wurde schon veröffentlicht und es ist egal, wo es veröffentlicht ist. Das heißt, das Patent wird abgelehnt. Ist dann ärgerlich für den. Und das heißt, es gibt viele Leute, die in Firmen versuchen, alle möglichen Sachen, die sie selber nicht patentieren wollen, zu veröffentlichen. Und am besten veröffentlichen sie das immer irgendwo, wo es kein anderer findet. Und sie veröffentlichen dann ganz gerne in irgendeiner Regionalzeitung in Norwegen oder so, was sie wieder da alles so getrieben haben. Und sobald irgendjemand ihrer Konkurrenten dann in diese Technologie rein will, sagen so, nee, da ist das aber schon, habe ich geschrieben, da ist nicht neu. Und dann können sie Patente abwehren damit. Und das ist eine Strategie, die Firmen fahren können und auch fahren. Nämlich immer, wenn sie selber überlegen, ja, machen wir das oder machen wir das nicht oder... Gute Idee, aber setzen wir gar nicht um, werden wir nicht kaufen, keine Ahnung was. Aber wollen wir auch nicht, dass die anderen das machen. Und damit kann es zu durchaus krassen Marktblockaden und auch Technologieblockaden kommen, die ja eigentlich nie gewollt waren bei Patenten. Also bei Patenten ging es ja eigentlich immer darum, irgendwie das Wissen zu, also immer irgendwie voranzukommen und alles. Gut, dann machen wir mal die Frage... Wie kommt man denn so an Patente ran? Weiß jemand, wie man an Patente rankommt? Ja? Genau, Patentdatenbanken. Welche gibt es denn so? Ja, das ist die vom Europäischen Patentamt. Und die empfehle ich Ihnen sehr als Suchmaschine zu benutzen. Also wenn sie da oben ist, erstmal nicht so gut. Aber Sie können zum Beispiel hier auf Advanced Search gehen und hier kann man jetzt ganz viele tolle Sachen eingeben, zum Beispiel den Titel oder Titel or Abstract oder Publication Number, also Patente haben auch immer eine Nummer. Das ist für die Dings ganz wichtig, für wenn Sie zitieren, also wenn Sie gucken, die Patente, die ich da, die Bilder, da ist immer eine Nummer. Und mit dieser Nummer würden Sie das Patent auch finden. Sie können auch gucken, was Firmen gemacht haben oder was Leute gemacht haben. Also man könnte jetzt hier zum Beispiel sagen, Look for names, Inventor, und dann gucke ich mal bei mir, so. Und dann sehen Sie 6 Patente. Und das Schönste ist, hier ist irgendein Typ, der heißt so wie ich und der hat eine Toilette erfunden, 2015. Dann sind hier noch ein paar andere Sachen, aber das Problem ist, dass Sie immer nicht genau wissen, wer bin jetzt ich und wer ist dieser Typ. Ne? Das ist die Schwierigkeit. Das heißt, da müssen Sie immer relativ gut gucken, wie komme ich eben an die verschiedenen Patente ran. Dann können wir jetzt auch zum Beispiel mal gucken, was ist bei Nikola Tesla. Und dann haben Sie jetzt hier die 115 Patente und da kommen Sie auf diese ganzen Sachen, Tesla-Spulen und sowas.
Und hier sehen Sie immer schon, und das ist relativ cool, also es gibt auch so ein bisschen, muss man ein bisschen aufpassen, Sie haben so Klassifizierung. Klassifizierung heißt, das Patentamt bekommt ein Patent und dann sagen die, ah, das ist eine Beschichtung. Und dann gibt es Klassifizierung, Beschichtung. Oder ah, das ist ein Auto oder das ist irgendwie was für einen Flugzeugbau oder wie auch immer. Das sind diese, das ist nur wichtig, dass Sie das wissen. Und dann gibt es hier eben diese Nummern mit Priorities. Und das ist USA, also es ist ein US-Patent, USA und dann zack. Dann gibt es noch WO, das ist World. CN ist China, DE ist Deutschland und EP ist EU. Und wenn Sie suchen, ich empfehle immer, dass Sie in der Regel nach US-Patenten suchen. Die kann man immer gut lesen, ist mal alles auf Englisch. Und dass Sie auf oder WO-Patente suchen. Und das Problem ist, wenn Sie nur nach Schlagwörtern suchen, kriegen Sie auch die ganzen chinesischen Patente und die sind dann eben in Mandarin, da wird es halt schwierig, sie sind dann nicht immer übersetzt, da müssen Sie halt dann immer gucken. Es gibt aber auch Übersetzungssoftware hier drin, also der übersetzt das auch, wenn man will. Also man hat ja hier, also hier ist quasi die Bibliografie und dann könnte ich hier Description, wie bei den alten ist immer manchmal ein bisschen doof, kriegt er die Claims hin, ja okay, die Claims sind hier. Und die Claims sind sozusagen das, was das Patent beansprucht. Also im Patent beschreiben Sie, was Sie tun und dann, was Sie beanspruchen. Und diese Beanspruchungen sind immer die Claims. Das ist immer das Schutzgebiet der Patente. Okay, die finden Sie da. Und was ich eigentlich immer am schönsten finde, ist, hier können Sie immer Download. Also jetzt bin ich in den Claims. Ich wäre eigentlich hier Bibliographic. Download, Original Document und hier kriegen Sie dann immer das originale Patent von Nikola Tesla. Ne? Und dann kann man eben gucken, es gibt immer diese Zeichnungen, die wurden früher auch noch richtig schön gemacht. Heute sind die meistens nicht mehr so schön. Früher haben die sich ganz viel Mühe gegeben. Das ist auch echt cool, sich so diese Erfindungen so anzugucken. Und da steht dann eben auch ganz viel drin. We had known that I, Tesla, is citizen of the United States. In irgendeinem anderen hat er, glaube ich, mal geschrieben, dass er irgendwie, ich weiß, müsste man in einem suchen, der war noch nicht in den USA, da hat er irgendwie geschrieben, dass er selber Besitz des König von keine Ahnung was ist oder so. Das ist immer relativ witzig, wie die das früher noch geschrieben haben. Aber hier beschreiben die eben, was die so tun und auch oft in ihrer Sprache. Also das ist sehr, empfehle ich wirklich sehr, in den Gebieten mal so ein bisschen zu gucken. Wie ist das, wenn man so Patente liest? Macht das Spaß oder macht das keinen Spaß? Sie haben es schon gesagt, Sie haben es nicht in Ihrer Freizeit gelesen. Warum? Genau. 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 Sie sind tatsächlich komisch geschrieben und das hat zwei Gründe. Das erste ist, dass Sie eine perfekt technische Beschreibung brauchen. Das heißt, also wenn man mal guckt, wir können uns das jetzt mal, weil da weiß ich, dass es komisch geschrieben ist. Bei der Toilette habe ich es mir jetzt nicht angeguckt. Genau, also hier ist das auch schon so irgendwie, insbesondere im Falle von Personenkraftwagen. Ne? Oder so würden wir uns nie ausdrücken, aber es ist halt technisch ideal, weil es ist halt genau, beschreibt genau das, was man macht. Und dann, ich suche ja nicht noch was anderes. Genau, der Blaskasten zur thermischen Vorspannung, bla bla bla. Umfasst zumindest einen Hohlraum mit einer Öffnung, die von einer Befestigungseinrichtung umgeben ist, zum Anschluss an des Hohlraums an eine Gaszuleitung. Sehr, sehr kompliziert geschrieben. Warum ist es kompliziert geschrieben? Weil es technisch eindeutig ist und weil Sie sich aber nicht auf irgendwas festlegen wollen. Also Sie wollen sich jetzt nicht auf eine Geometrie festlegen oder irgendwas, sondern Sie versuchen, das schon in so einer Art und Weise neutral und objektiv darzustellen. Und das führt eben zu so einem komischen Sprech. Und das führt auch dazu, dass wenn Sie irgendwas gerade im Maschinellen entwickeln, dass Sie ja nicht wollen, dass nur weil es schlecht geschrieben ist,
sehe auf einmal eine andere Bauweise, jemand anders machen kann und als neu verkaufen kann. Also nur wenn ich, also wenn ich das eher so ausdrücken würde, wie wir ausdrücken, uns ausdrücken, dann mache ich mich sehr, sehr angreifbar. Das heißt, man versucht das so sehr in diesem eigenen Sprech eben zu machen, um das ordentlich zu beschreiben, und die Techniker verstehen das dann auch. Es gibt aber auch noch eine zweite Grund, warum Patente oft nicht schön geschrieben sind. Was könnte noch ein Grund sein, warum ich Patente nicht schön schreiben will? Ja? Damit es unverständlich ist. Genau, damit es unverständlich ist. Weil, ist ja mein Patent, ich verdiene damit Geld. Aber ich will ja eigentlich gar nicht, dass sie damit auch irgendwie, dass sie das wissen. Eigentlich will ich das ja für mich behalten. Das heißt, es gibt als Patentstrategie, das machen jetzt natürlich nicht alle, es gibt ja auch viele, die ihr Wissen gerne teilen, aber es gibt als Patentstrategie zum Beispiel das Patent einfach 300 Seiten schreiben. Und dann suchen sie mal. Dann fangen sie an und erzählen und erzählen und erzählen. Hier 24 Stunden Vorlesung, zack, zack, zack. Dann suchen sie mal die 5 Minuten, wo ich irgendwie klausurrelevant sage. Irgendwie sowas. Ja, viel Spaß dann. Ne? Genau, das heißt, das kann auch gewollt sein, dass Patente nicht gut zu lesen sind, weil sie auch nicht unbedingt wollen, dass irgendwie alle möglichen Leute das gut lesen. So, das heißt, fangen Sie mal an, aber also wie gesagt, ich lege Ihnen das wirklich nahe, als Ingenieur, Ingenieurin, beschäftigen Sie sich mit Patenten und lesen Sie mit Patenten. Es gibt noch eine andere Sache, ich weiß nicht, ob das hier an der Hochschule bei den Wirtschaftsingenieuren oder woanders unterrichtet wird, und das ist dieses Buch von Herrn Altschuler, und das ist And Suddenly the Inventor Appears. Also und auf einmal so, da kommt der Erfinder. Und das ist richtig cool, was Sie gemacht haben. Und was die gemacht haben, ist TRIZ. Hat das T-R-I-Z. Hat das schon mal jemand gehört? TRIZ. Die haben sich überlegt, naja, Ingenieure sollen ja technische oder Probleme technisch lösen. Und in Patenten stehen Lösungen drin, technische Lösungen. Und dann haben die sich mal überlegt, wie ist, was stehen da eigentlich für Lösungen drin? Und dann haben die 20.000 Patente gelesen und haben die gruppiert. Und dann haben die abstrahiert und haben halt gemerkt, das ist eigentlich immer dasselbe. Und dann haben die so Gruppen gebildet und haben überlegt, was ist eigentlich die Lösung in diesem Patent? In diesem Patent ist immer die Lösung, was weglassen. Und in diesem Patent ist immer die Lösung, was dazubauen. Und in diesem, ne? Und dann haben die so Cluster. Und das heißt, die geben einem so eine Anleitung, und das kommt eben aus den Patenten. Und ohne sich mit Patenten zumindest ein bisschen auseinanderzusetzen, macht es auch keinen Sinn, diese Triebsachen sich anzugucken. Aber es ist richtig cool. Er sagt Ihnen, wenn Sie ein Problem haben, versuchen Sie, das Problem zu abstrahieren, und dann gibt er Ihnen die Lösung, die Sie machen sollen, weil sie in so und so viel tausend Patenten zu der Lösung geführt hat in dem Abstraktionslevel. Und das ist eigentlich was, was wir auch sehr viel machen sollten, weil da fängt man dann wirklich an, das, wie soll ich sagen, auf einem methodischen Level zu machen. Ne? Dann ist nicht irgendwie, ich hatte einen guten Tag, habe unter der Dusche eine Idee gehabt oder wie, was auch immer, sondern dann ist es so, sie gehen sehr, sehr methodisch an diese Sachen ran und kriegen auch das entsprechende Ergebnis. Ist nicht immer das beste Ergebnis, aber es ist irgendwie ein gutes, macht auch richtig Spaß. Und auch das gehört in diese gesamten Patentsachen mit rein. Gut, dann gehen wir mal wieder ein bisschen in die Vorlesung, glaube ich. Wir haben nämlich noch nicht so richtig Elektrotechnik gemacht. Und wer kennt dieses Video? Was passiert in dem Video? Ja? Watt muss er treten. Genau. Also der Typ, also es geht darum, wir haben überhaupt kein Gefühl dafür, wie viel Energie ist. Also wir haben da überhaupt kein Gefühl. Wir wissen, wie viel ein Meter ist, wir wissen, wie viel 30 Kilometer die Stunde sind. Aber bei Energie fällt uns das sehr, sehr schwer, wenn jetzt irgendwas irgendwie viel Energie verbraucht oder wie auch immer. Und das wollten die hier mal verdeutlichen und haben gesagt, die haben einen Fahrradfahrer genommen, sie dürfen sich den Fahrradfahrer gleich mal angucken, wie der aussieht. Und der soll so viel Energie erzeugen, um einen Toast zu toasten. Und dafür muss er über eine gewisse Zeit 700 Watt schaffen, so.
okay with the handlebar? Seat post? Shoes? Okay, seat. Okay. Everyone on positions now. We're getting ready for take. And remember that when Robert loses power, the toaster will pop up. Taste the blood in your mouth. Want to lie down? My legs hurt. Put them up. The monster is beaten. Nobody can believe if you do it at the breakfast, inside the toaster, nobody can believe how much work it is to toast it, yeah? No. I know it now. It's crazy. It's fucking hard. Okay, thank you. Okay. Come on, come on. I want a picture with you, Robert. Okay. Nu tar kan alla ta selfies med honom. Dina ben så smala. You look so very tiny. My legs are tiny. Okay, also er ist natürlich super sympathisch am Ende, wie er sich darüber freut, dass er es nicht geschafft hat, dieses Toaster irgendwie richtig dunkel zu kriegen. Aber das ist so, da fehlt uns völlig der, wie soll ich sagen, der nicht der Bezug, aber das Gefühl für. Und ich finde das halt immer super erstaunlich. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, wenn ich den sehe, wie der auf seinem Fahrrad da hängt und dass der es nicht schafft, so viel Energie zu erzeugen. Das finde ich sehr, sehr erstaunlich. Und da sieht man eben auch, wie, ja. Ja? Ja, genau. Ja, in der kurzen Zeit so viel Energie und es ist auch ein bisschen, also muss man natürlich immer ein bisschen gucken, wie viel von der Power auch beim Toast ankommt. Aber letztendlich will man das Toast ja braun haben, ne? Darum geht es ja und da geht der ganze Strom eben da rein. Gut. Elektrotechnik kommt erstmal. Ja, was will ich hier eigentlich sagen? Vier Kräfte in der Natur, das ist das, was Sie bei mir in der Vorlesung, im Master lernen Sie das, glaube ich, genau. Die erste hatten wir schon, das ist Gravity. Und die zweite, und das ist eigentlich das Interessante in der Elektrotechnik, ist eben Elektromagnetismus. Okay, und das Witzige ist, dass sowohl Elektromagnetismus als auch Gravity gehen mit 1 durch d², also Abstand zum Quadrat, sind diese Gesetze. Und die anderen, ja, die kann er nicht erklären, die brauchen wir auch nicht, die gibt es noch. Und alles, was es sonst als anderen Kräften so gibt, die leiten sich eben aus diesen Grundkräften der Natur ab. Und hierfür, für Elektromagnetismus, brauchen Sie, und das lernen Sie in der Elektrotechnik, das Coulombsche Gesetz, das die Basis der Elektrostatik und die beschreibt zwischen zwei Punktladungen die wirkende Kraft. Q1 und Q2 ist was? Was ist Q1, Q2? Was könnte das sein? Da steht da ja sogar Ladung. Der Abstand D, also wie weit sind die Ladungen entfernt? So, jetzt gucken wir mal, ob ich noch fit bin um die Zeit. Was ist Epsilon 0?
Ja, was ist die Zahl Epsilon 0? 854 mal. Ja. Und jetzt? Voltsekunde. Ist es nicht Voltmeter pro Ampersekunde? Gucken wir mal. Voltmeter pro Ampersekunde oder ist es Ampersekunde pro Voltmeter? Möchte mal jemand nachgucken? Elektrische Feldkonstante. Ampersekunde pro Voltmeter, ja? Also einmal gedreht. Gut. Und 8,854 war richtig, ne? Okay, also nicht 8,854. Gut, also wir haben es auf Band. Um 5:30 kennen Sie noch die elektrische Feldkonstante auswendig. Richtig gut. Ohne Einheiten, ja, aber die haben wir jetzt zusammen hingekriegt. Gut, was sagt denn diese elektrische Feldkonstante aus? Also was ist denn diese Permittivität? Was ist das, dieses Epsilon? Was bedeutet das? Ist das gut, ist das schlecht? Wofür brauche ich das? Genau, von Vakuum bei einem Material. Was mache ich in diesem Material, wenn das hoch oder niedrig ist? Was mache ich damit? Ich verschiebe Ladung. Okay, also je nachdem, wie gut ich Ladung in einem Material verschieben kann. Und bei mir in der Nanotechnologie bin ich da immer ganz, ganz interessiert, weil da kommen dann die Van der Waals-Kräfte her, da kommen die Adhäsionskräfte her. Und das heißt, dieses Epsilon sagt Ihnen immer, wie gut können Sie Ladung verschieben. Und wir machen dann auch immer die Frage, kann man einen Gecko, der Gecko benutzt ja Van der Waals-Kräfte, kann man den in eine Teflonpfanne tun? Sie können den da reintun, aber klebt er an der Teflonpfanne? Nein, weil die Teflonpfanne besteht aus Fluor. Fluor gibt Elektronen nicht gerne ab. Und das heißt, Sie kriegen dieses Epsilon. Daran scheitert es, ne? Also der schafft es nicht, die Elektronen da entsprechend zu bewegen. Gut. Dann müssen wir für Elektrotechnik wissen, was ein Stromkreis ist. Ein Stromkreis ist die Verschaltung von elektrischen Leitern, Material durch den Strom fließen kann. Ein Stromkreis benötigt mindestens drei grundlegende Bestandteile, die da wären, das wissen Sie, wir haben genug Elektrotechniker hier. Ja, Spannungsquelle ist richtig, was noch? Resistor, was ist der Resistor? Ja, ein Widerstand oder, wie könnte man den auch nennen? Verbraucher, genau, der Verbraucher, also wir haben eine Spannungsquelle, einen Verbraucher und... Genau, ein Leitermaterial, also zum Beispiel Kupfer. Ja, also wir haben die Spannungsquelle, das wäre jetzt eine Batterie oder eine Solarzelle oder hier wäre es eben die Steckdose. Übrigens, was ist, wir hatten ja Gleichstrom, Wechselstrom. Was ist hier für ein Strom drauf? Ist da ein Transformator vor oder hinter? Das weiß ich nicht. Was ist hier für ein Strom drauf? Nein, 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 da ist kein Transformator. Genau, das ist Wechselstrom. Was ist auf so einer Batterie? Gleichstrom, genau. Hat auch Sicherheitsgründe. Also da wären wir wieder bei diesen alten Sachen vom Stromkrieg. Das heißt, Batterie wäre immer Gleichstrom und hier aus der Steckdose wäre Wechselstrom. So, dann ist es so, man kann das ganze Ding so zeichnen, also Spannungsquelle, Verbraucher. Und jetzt dieser Pfeil gibt die Stromrichtung an. Genau, das ist genau die Frage. Technische Stromrichtung oder physikalische Stromrichtung? Was ist denn der Unterschied zwischen der technischen und der physikalischen Stromrichtung? 180 Grad, genau. Und was ist die physikalische? Physikalische ist die Richtung, in die sich die Elektronen bewegen. Genau, also von Minus zu Plus. Und die technische ist, wie man das früher eben dachte, naja, in die Richtung geht das. Das heißt, die technische heißt immer von Plus nach Minus. Und interessanter, ich würde mal gerne wissen, warum. Aber in der Elektrotechnik wird noch viel mit der technischen gearbeitet, oder? Warum? Ja? Ja? Also auf jeden Fall wird in der Elektrotechnik noch viel damit gearbeitet. Und ich weiß nicht so richtig, warum, aber gut. Ich beuge mich dem. Für hier ist es jetzt auch nicht wirklich wichtig, aber es ist wichtig zu wissen, es gibt eine technische und eine physikalische. Und die physikalische ist eben... die Elektronen, also von Minus nach Plus. Was man auch noch machen kann,
ist, man kann so einen Schalter einbauen. Das ist ja hier, was ich hier auch habe. Ne? Also ich kann dann den Strom an- und ausmachen. Dann kann ich hier ganz toll, ich will die jetzt eigentlich mal ein bisschen anlassen. Oh, sorry. Hier, genau. Und dann, das ist das, was Sie gerade gesagt haben, physikalische Stromrichtung von negativ nach positiv, Richtung der Elektronen. So, dann relativ simpel, gibt es Reinschaltung. Die Verbraucher sind nacheinander geschaltet. Das typische Problem bei Glühbirnen, wenn eine nicht geht, und das ist in dem Film sehr schön dargestellt, übrigens auch ein Film, den ich zu Weihnachten immer empfehle, also kann ich jedem wirklich nur empfehlen, diesen Film. Wer hat den noch nicht gesehen? Chevy Chase. Genau. Gucken Sie das zu Weihnachten. Dann die elektrische Spannung teilt sich über die verschiedenen Widerstände auf. Das heißt, die gesamte Spannung, die Sie hier haben, ist eben U1 plus U2 und so weiter. So, Parallelschaltung. Der Verbraucher ist parallel verschaltet. Und was passiert mit... Da kommen wir gleich zu. Okay. Ohmsches Gesetz beschreibt den Zusammenhang zwischen Strom, Spannung und Widerstand. Ich weiß gar nicht, wann man das in der Schule lernt. Das lernt man relativ früh schon in der Schule eigentlich. Ne? 9. Klasse, 8. Klasse, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, man lernt das relativ früh. Ich weiß nicht, wie oft es im Elektrotechnikstudium wieder drankommt oder ob es vorausgesetzt wird. Ich tippe mal, dass es hin und wieder mal wieder drankommt. Ein Ohm, also das ist die Einheit hier für den Widerstand, ist der Widerstand, wenn eine Spannung von 1 Volt einen Strom von 1 Ampere erzeugt. Gut. Spannung ist im Prinzip, das wird ja immer am Beispiel des Wassers gezeigt, also je mehr Elektronen ein Leiterstück in einer bestimmten Zeit durchlaufen, desto höher ist die auftretende Stromstärke. Oder müsste das hier, Entschuldigung, das hier müsste Stromstärke sein. Also Stromstärke ist eben, wie viel Wasser da durchgeht. Das wäre sowas wie Volumenstrom als Äquivalent. Und was ich tatsächlich ganz nett fand, war das hier, weil da fehlen mir auch so völlig die, Gefühle für, zu wissen, was ist was. Also wie viel Stromstärke ist in so einer Uhr, wie viel ist in so einer Glühbirne, in einem Bügel, was auch immer, oder eben in einem Blitz. Also dass man da mal so ein bisschen einen Überblick kriegt. Und dasselbe können Sie jetzt, wenn ich hier die Spannung quasi ersetze, dasselbe können Sie hier für Spannung sagen, umso stärker Elektronen an einer Stelle verdichtet werden. Und dasselbe können Sie jetzt, wenn ich hier die Spannung quasi ersetze, dasselbe können Sie hier für Spannung sagen, umso stärker Elektronen an einer Stelle verdichtet werden, desto steiler ist das Konzentrationsgefälle an elektrischer Ladung. Also die Spannung U ist hier W durch Q. Das heißt, wenn Sie überlegen, Sie haben ein Potentialfeld, also ich bin ja hier im Potentialfeld der Erde und ich gehe immer weiter hoch, dann wird meine potenzielle Energie immer, immer größer und der Unterschied potenzielle Energie zu Null, das können Sie so als Äquivalent zur Spannung eben sich überlegen. Und dann hätte man hier so ein paar Batterien, Zink-Kohle-Batterie, Fahrraddynamo und so weiter. Wie misst man die Dinger? Es gibt einen Voltmeter, einen Amperemeter. Und das heißt, das Voltmeter, das schalten Sie parallel zum Verbraucher, das Amperemeter dahinter. Sie gucken dann einfach, okay, was kommt dahinter an? Das zählen Sie einfach und beim Verbraucher gucken Sie einfach davor und danach und messen die Differenz. Und jetzt möchte ich Sie so als kleine, es ist keine kleine Übung, aber so ein bisschen wach halten, können Sie einmal mir bitte die beiden ausrechnen. Also das heißt, ich messe Strom und Widerstand und ich würde gerne die Spannung wissen und ich messe Spannung und Widerstand und ich möchte gerne den Strom wissen. Das heißt, Sie können einmal ein bisschen Taschenrechnerübung machen. Also was ist bei Messung 1? Was kommt da raus? Irgendwo habe ich es gerade schon gehört. Ja? Genau, 10 Volt. Also wenn Sie Milliampere und Ohm eingeben, kriegen Sie eine Spannung von 10 Volt raus. Und was ist beim anderen? Messung. Also was kriege ich da für einen Strom raus?
nicht ganz 50, eine 0 zu viel. 5? Ja, auch 5, genau. Sehr, sehr gut. Gut. Für die verschiedenen Schaltungen, also jetzt hier Parallelschaltungen, können Sie entsprechende Gesetze aufstellen. Also der Strom teilt sich auf die Widerstände auf und Spannung teilt sich auf, liegt aber überall dieselbe an. Ne? Das heißt also, Sie können R gesamt, R1 mal R2 durch R1 plus R2. Und das Schöne ist, also das finde ich tatsächlich immer schön an diesen Sachen, sind die Analogien. Also wir beschäftigen uns eigentlich mit was ganz, ganz anderem bei uns. Also ich hatte das ja vorhin mit dem Gecko erzählt. Und beim Gecko rechnet man eben diese Adhäsionskräfte über zwei Kugeln irgendwie aus. Und da finden Sie auch dieses R1, R2 durch R1 plus R2. Und das sind hier die Radien tatsächlich. Aber ich glaube, das ist im Ingenieurwesen so eine relativ coole Sache, dass wenn man diese Zusammenhänge für eine Sache gecheckt hat, deswegen ist die Mathematik auch so wichtig, dann ist es immer dasselbe. Also dann müssen Sie noch nicht mal ein kompletter Fachmann sein, sondern wenn Sie da schon verstehen, warum, also für R gesamt, wäre es R1, oder wenn wir gleich mehrere haben, ist ein bisschen was anderes, aber wenn Sie da schon diesen Zusammenhang verstehen, warum R1 mal R2 durch R1 plus R2 und warum ist es, wenn R3 dazukommt, nicht mehr ganz so einfach, das aufzuschreiben und dann nehme ich eher das hier unten. Das sind eben so diese, wie soll man sagen, die, nicht Gleichheiten, aber diese systematischen Gleichheiten, die sich dann immer durch dieses gesamte Ingenieurwesen ziehen. Also dann ist es egal, ob es Mechanik ist, Elektrotechnik ist, Verfahrenstechnik ist, wenn Sie das in einer Sache verstanden haben, können Sie diese Prinzipien immer und immer wieder anwenden. So, einfaches Beispiel, ich habe ja einfach Zahlen eingesetzt, 50 mal 60 geteilt durch 50 plus 60 und hier werden wir den Kehrwert bilden und dann kommen wir aus. Selbe. So, das kann man unendlich groß machen und das Wichtige ist, dass in der Parallelschaltung U gesamt ist gleich U1 gleich U2, also die Spannung ist immer dieselbe und die Stromstärke teilt sich auf, die addiert sich. So, alles relativ leichte Grundlagen. Was ist jetzt genau ein Kurzschluss? Was passiert bei einem Kurzschluss? Ja? Genau. Bei R1 ist einfach kein Widerstand und das heißt, hier kommt viel zu viel Strom durch. Und dann kriegen Sie einen Kurzschluss. Und das heißt, das kann passieren, also wenn die Spannungspole werden direkt miteinander verbunden und das ist nicht gut. Und das kann passieren, wenn Sie kaputte Isolierungen haben. Passiert sogar sehr häufig durch kaputte Isolierungen, interessanterweise. Hat in Flugzeugen früher auch sehr viel Probleme gemacht. Ich hatte ja mal von mechanischen Problemen erzählt. Es finden auch eine Reihe an wirklich... Also früher, das ist schon ein bisschen her, gerade als man diese Bordelektronik eingeführt hat, ne, dann hatte man auf einmal riesige Hitzeentwicklungen und das haben die Isolierungen nicht gut mitgemacht und die waren dann irgendwann porös und auch kaputt, weil sie mussten dann mal hoch, da war es kalt, dann durchfeuchtet, dann war es wieder trocken, dann wieder warm und so weiter. Und das hat zu einer ganzen Reihe von Flugzeugabstürzen geführt, weil es eben Kurzschlüsse durch kaputte Isolierung gab. Wasser im Gerät, fehlerhafte Stromkreise und das heißt, Stromkreise haben immer Sicherungen, die hohe Stromstärke sofort bemerken. Also wenn die Sicherung rausknallt, war die Stromstärke kurz zu hoch. Und ganz anderes Problem, was eher moderner ist bei Kurzschlüssen, aber auch wieder mit Flugzeugen zu tun hat, ist das hier. Weiß jemand, ist Japan Air, weiß jemand, was da passiert ist? War ein Kurzschluss tatsächlich? Ist auch nicht so lange her. Ich guck mal, ich habe hier, glaube ich, die Zahl. 2013, also für Sie ist das lange her, aber in diesen Skyen ist das gar nicht so lange her, dass ein Flugzeug wegen einem Kurzschluss da runter muss und es da brennt. Hat jemand eine Idee, was da durchgegangen sein könnte? Da hatte man schöne Lithiumbatterien in Flugzeuge eingesetzt. Und Lithiumbatterie, die hat sich entzündet. Hier, a battery overheated and started fire. Reported a problem, bla bla bla. Made an emergency landing, Und das ist tatsächlich mehrmals passiert zu der Zeit. Auch mit Lithiumbatterien, die haben Feuer gefangen. Und das hatte mit diesem hier zu tun. Was passiert denn,
Also bei einer Lithium-Batterie ist so, Sie haben eine Kathode, Sie haben eine Anode und dann haben Sie hier Lithium. Und es ist jetzt nicht nur Lithium, sondern das ist Lithium irgendwie als Metalloxid. Und das gibt Lithium-Ionen ab. Und die wandern dann rüber. Hier, wenn Sie das Ding laden, dann wandert das rüber und das sitzt zwischen diesem Graphit. Und das ist eben dafür da, im Prinzip wie so Schubladen. Ne? Also das sieht genau so aus, damit die blauen Punkte dazwischen gehen. Ne? Und dann haben Sie so, tak, 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 haben Sie Ihre ganzen Schubladen und da geht das dann immer rein. Und das geht eben durch diesen Elektrolyt darüber. Und dann ist es so, beim Entladen müssen die Elektronen diesen weiten Weg gehen und hier können Sie eben Verbraucher anschließen und die Ionen, die flitzen hier einfach durch. Und dann gibt es noch den sogenannten Separator. Was macht denn der Separator? Wofür ist dieser Separator da? Ja? Wer möchte, ist mir egal. Ich finde es eh noch erstaunlich, dass Sie sich noch melden. Finde ich sehr gut. Genau, also der Separator ist tatsächlich eine räumliche Trennung zwischen den beiden. Und das war immer, oder das war eine Zeit lang gar nicht so leicht, gute Separatoren zu haben. Und dann kann es eben auch passieren, dass sich da irgendwas verfestigt oder so. Und wenn der Separator nicht ordentlich arbeitet, dann kommen die Dinger in Kontakt und dann haben sie einen Kurzschluss. Und das ist da eben in den Flugzeugen passiert. Das heißt, diese Separatormaterialien gut zu wählen, ist tatsächlich nicht so leicht. Und ja, hier ist es alles nochmal beschrieben, ne? Also Lithium-Ionen werden nur von der Leber, und da sieht man auch, welche Materialien man so braucht für Lithium-Ionen-Batterien, in die wir ja sehr, sehr viel reingehen wollen. Und es gibt zum Beispiel ein Material da rechts, Graphit, ist ja einfach C, oder Graphen. Wo kommt das her? Graphen ist tatsächlich ein schwieriges Material, weil es gibt mehr oder weniger nur ein Land, wo man da an dieses Graphen rankommt. Wer ist da so Hauptlieferant für uns? Was denken Sie? Also Graphen ist jetzt nicht Rocket Science, aber interessanterweise gibt es mehr oder weniger nur ein Land, das das anbietet. China. Okay? Und wir gucken später in der Verfahrenstechnik, gucken wir uns auch mal in Rohstoffverteilung und so an. Und das ist halt immer schwierig, wenn Sie eine Technologie wie die Lithium-Ionen-Batterie haben und ein Land hat so Monopolstellung auf gewisse Ressourcen. Was ich hier mal rausgesucht habe, ist Lithium-Ionen-Batterien und zwar Energiedichten. Ne? Also Sie haben ja, beziehungsweise hier sieht man auch das Problem, was wir haben, wenn wir jetzt Benzin und Diesel mit Lithium-Ionen-Batterien ersetzen wollen. Also wie viel Energie? Druckluft, das war hier der Liftjet. Ne? Wie viel Energie kann man in Luftdruck machen? 120 Wattstunden pro Kilogramm. Lithium-Ionen-Akku ist eigentlich gar nicht so gut, 100 bis 300. Wenn Sie mal gucken, die Diesel und Benzin ist Faktor 1000 besser. Das heißt, wenn Sie da 2-3 Liter in Ihr Auto reintun, verlieren Sie ganz schön, wenn Sie so eine Lithium-Batterie stattdessen nehmen. Müssen Sie ganz schön viel Lithium-Batterie nehmen. Deswegen sind die auch so groß. Und wenn es groß ist, wiegt das viel. Das müssen Sie alles wieder bewegen. Das heißt, Sie brauchen wieder mehr Lithium-Batterie. Das heißt, wir sind durch den Verbrenner sehr verwöhnt. Also wir haben da eigentlich sehr, sehr schnelle Autos. Was ich natürlich immer schön finde, ist Schokolade. Schokolade hat 7000 Wattstunden pro Kilogramm. Und so als Vergleich, warum früher alle so auf die Kernspaltung gegangen sind, das ist natürlich auch eine ganz, ganz coole Sache. Also jedenfalls von der Energiedichte. So, und jetzt würde ich gerne mal bei den Akkus bleiben. Die verbaue ich jetzt einfach hier in der Elektrotechnik. Der Witz ist, wer kennt Peter Lustig? Ja, sehr gut. Und wenn Sie mal gucken, finden Sie Peter Lustig Video? Finden Sie sehr coole Peter Lustig Video? Zum Beispiel, wie er mit dem IC fährt. Da gab es noch kein ICE. Und dann feiert er den IC total, weil im IC gibt es sogar ein Telefon. Für die Geschäfts... Und dann sagt er, das ist ganz klasse. Und dann, was nämlich sehr schön an dem Video ist, da geht er an seinen Bahnhof und fragt, wann kommt denn der nächste Zug? Und dann sagen die in 3 Stunden. Und dann sagt er, oh ja, dann warte ich. Das ist undenkbar heute. Also auch dieses, oh ja, dann warte ich, das würde undenkbar sein. Und wann kommt der nächste Zug? Kommt in 3 Stunden. So laut Plan, ist okay.
Allein das ist mal wieder so ein bisschen gut, um mal so ein bisschen gesettelt zu werden. Früher war die Bahn pünktlich, ne? Also das wird ja mal gesagt, ne? Aber selbst da war es halt normal, dass man kommt, na klar, in 3 Stunden kommt der nächste Zug, okay, dann warte ich jetzt 3 Stunden. Und dann hat man kein Handy, ne? Man wartet dann da, man trinkt einen Kaffee, guckt sich andere zu, was weiß ich. So. Und dann gibt es aber auch ein Peter-Lustig-Video, und zwar fährt er den Golf 1. Ich weiß nicht, ob Sie mal den Golf 1 gesehen haben. Es gibt ja Generation Golf 2. Das ist dann so 80er, 90er und davor war eben 70er, 80er war Golf 1, so ein eckiges Auto. Und den hat er als E-Auto. Und dann sagt er, oh, das ist jetzt die Zukunft, E-Mobilität wegen dreckiger Umwelt und so. Hat sich aber nie durchgesetzt. Das heißt, die E-Autos, eigentlich, was Benz erfunden hat, war auch ein E-Auto. Also eigentlich, die E-Autos waren immer vor den Verbrennern. Warum haben sich die Verbrenner durchgesetzt? Ja? Genau, es war viel billiger. Also Reichweite, es war viel, viel billiger. Es war übrigens ganz interessant, kurz bevor das Auto erfunden wurde, hatte man die Pferde. Und dann gab es so Berechnungen, dass New York in Pferdescheiße stinken wird, weil es einfach zu viele, also die haben das nicht hingekriegt. Die Menge an Pferde wurde immer mehr und dann, die haben dann natürlich alles voll gemacht. Und das war ein Riesenproblem. Und es war noch nicht absehbar, dass sich ein Auto entwickelt wird. Und das war dann ein Riesending, dass sie erlebt haben, okay, die Stadt wird irgendwie zugrunde gehen, weil keiner will auf Pferde verzichten. Man brauchte die Pferde. Gut. Beim Elektroauto war es so, die Technologie war eigentlich immer da, aber sie wurde nie wirklich marktreif oder nie umgesetzt. Warum wurde sie nicht umgesetzt? Naja, die Leute, die Verbrennungsmotor bauen, das ist nun mal deren Geschäftskonzept. Und warum soll man das jetzt kaputt machen, wenn man damit Geld verdient? Also wenn sie, keine Ahnung, Fotoapparate verkaufen und das läuft gut, warum sollen sie jetzt anfangen, Essen zu verkaufen? So. Und dann gab es Tesla und Tesla hat das tatsächlich sehr viel ins Rollen gebracht, weil Tesla eben gesagt hat, naja, ein E-Auto soll aussehen und funktionieren und alles wie auch immer wie ein normales Auto. Aber es ist halt sauberer. Und die E-Autos, die man vorher gebaut hat, die sahen ganz, ganz anders aus als normale Autos. Die sahen immer so aus wie aus Science-Fiction-Filmen oder so. Und es gab auch von anderen Herstellern. Tesla hat gesagt, nö, wir bauen einfach einen schicken Sportwagen. Aber wir bauen halt einen E-Motor rein. Und dann haben sie mal geguckt und haben überlegt und haben gesagt, okay, wir brauchen eine ordentliche Batterie. Und dann war halt, ne, also haben sie ja gesehen, hier die Dichten. Und dann hat man gesagt, okay, wir brauchen aber viel Batterie. Und dann war immer die Idee, dann nimmt man hier sowas. Und das ist dann so ein Patent, ich glaube, von Samsung ist das. Und das haben auch Nissan und so haben diese Batterien derzeit genommen, BMW auch. Also große Batterie, wie so Kassetten, hat man gedacht, große Batterie hat viel Power. Was ist jetzt das Problem mit so einem großen Akku? Wenn Sie einen großen Akku haben, macht der Probleme. Was für Probleme? Können Sie wieder an Glühwein denken? Ja? Ja. Genau, der wird extrem warm. Die großen Akkus werden extrem warm. Das heißt, Sie haben so diesen riesigen Akku und der wird richtig warm. Und dann versuchen Sie den von hier zu kühlen. Aber funktioniert nicht. Und das heißt, sie verlieren Performance oder es wird zu heiß oder sie müssen drosseln oder was auch immer. Aber sie rufen nicht das volle Potenzial ab. Und was hat Tesla gemacht? Die haben sich eine technische Lösung überlegt. Ne? Das sieht man dann hier in dem Patent. Was haben sie gemacht? Die sind in den Supermarkt gegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich in den Supermarkt gegangen sind. Wahrscheinlich haben sie es irgendwo anders her. Und die haben sich genau die Akkus, die Lithium-Akkus geholt, die ich hier auch benutze, die Dinger. Und da haben die nicht, ja, ein Stück größer, irgendwie so. Und die haben die, dann haben die davon nicht irgendwie 12 oder was auch immer, 300 genommen, sondern von den Dingern haben die 1024 genommen. Und da haben die sich so eine komplette Akkubatterie mitgebastelt. Und die Dinger können sie super kühlen. Extrem viel relative Oberfläche. Das heißt, hier haben sie überhaupt kein Problem mit Kühlen des Akkus. Und mittlerweile hat sich das alles angepasst. Das ist auch mittlerweile alles kein Problem. Aber es war ganz cool, weil Tesla zu Beginn extremen Vorsprung hat, was die Reichweite anging. Also die anderen sind immer nur so 200 Kilometer weit gekommen und Tesla waren dann die, die sind dann 500 Kilometer weit gekommen. Und das macht halt schon ordentlich was aus. Und das hat die anderen dann auch wieder in Zugzwang gebracht.
Und bei Elektrotechnik wäre es jetzt wieder ganz spannend, weil was sie machen müssen ist, also es sieht dann irgendwie so aus, das sind die ganzen Batterien. Und sie müssen ja nicht nur auf die Idee kommen, dass sie sagen, naja, das kann man besser mit der Temperatur machen, sondern was wollen sie auch noch mit den Akkus? Wie möchte ich das Ding entladen? Von vorne nach hinten, von oben nach unten oder wie? Genau, gleichmäßig. Das war die Schwierigkeit. Sie wollen, dass die Akkus gleichmäßig entladen werden und dafür müssen sie die Steuerung entwickeln. Und das wäre, glaube ich, was, ich weiß nicht, ob man das in der Elektrotechnik nach dem Bachelor kann oder nach dem Master kann oder ob man dafür sonst was können muss, aber das wäre eigentlich ein typisches Elektrotechnikproblem, glaube ich, so gleichmäßiges Entladen von Akkus. Dazu die Schaltung zu machen, dazu die Programmierung zu machen und damit haben die sich einen extremen Vorsprung für ihre Technologie geholt und das finden sie alles in den Patenten. Also das alles, können Sie alles nachlesen und das ist eigentlich immer ganz schön. Gut. Dann ist eigentlich ganz interessant, was man hier so findet, was Leute mit Strom alles so anstellen. Also es ist nicht so ganz so gut zu sehen, aber also was passiert denn da? Ich frage Sie mal, was passiert denn da? Also ich glaube, wenn wir das jetzt alle machen würden, würden wir auch wieder wach werden. Was machen die da? Ja? Und das hier finde ich auch cool. Ja, ist eine Dose. Gut. Dann wollen wir jetzt ein bisschen was rechnen, und zwar oder gleich. Also ich habe ja eigentlich nur sehr, sehr einfache Grundlagen eingeführt, aber ich glaube, es ist um die Uhrzeit okay. Elektrische Leistung, das wäre jetzt wieder so ein bisschen was wir bei dem Video hatten. Die elektrische Leistung gibt an, wie viel Energie in einer gewissen Zeit umgesetzt wird. Glühbirne wandelt elektrische Energie in Licht und Wärme um. Also wie viel ist jetzt Licht, wie viel ist Wärme? Wie ist denn das bei so einer Glühbirne? Wer weiß das? Ist der Großteil Wärme oder der Großteil Licht? Wärme, genau. Ne? Der Großteil bei so einem Ding ist Wärme. Elektrische Leistung ist PU, also P ist gleich U mal I, also da hätten wir jetzt schon URI irgendwo drin versteckt oder könnten da URI reintun. Maximalleistung gibt an, welche Leistung das Bauteil aushält, bevor es durchbrennt. So, und jetzt kommt's. Übungsaufgabe. Also, ein veränderlicher Verbraucherwiderstand RA wird von einer Spannungsquelle U0 mit dem Innenwiderstand RI gespeist. Bestimmen Sie den Verbraucherwiderstand so, dass er die größtmögliche Leistung aufnimmt. Und das rechnen wir jetzt mal. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Elektrotechnik noch gemacht. Also, ich mache mal die Kamera auf Vollbild, weil wir brauchen die Tafel. Ich male erstmal den Stromkreis an, okay? Also so. 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 Was ist dieser Kreis hier? Was ist das? Ja? Genau, also hier wäre die Spannungsquelle, ist sie U oder U0? U0, okay. So, I fließt in irgendeine Richtung. Und was habe ich jetzt noch? Also ich habe das jetzt hier schon reingezeichnet, aber das können Sie mir aus der Aufgabe mal sagen. Was habe ich da noch? Ja? Genau, also den RI ist der genannt. Genau, der Verbraucherwiderstand. Also das hier wäre jetzt zum Beispiel eine Glühbirne und das hier wäre ein Widerstand, der einfach im Stromkreis drin ist. Und was möchte ich jetzt gerne machen in der Aufgabe eigentlich? Was will ich jetzt hier tun? Bestimmen Sie den Verbraucherwiderstand
so, das. Die größtmögliche Leistung P ist gleich RA mal I Quadrat aufnimmt. Warum PRAI Quadrat? Okay, steht da schon URI. Ne? Also wir haben das U, wenn wir URI einsetzen für U, haben wir RA und I Quadrat. So, was ist mit RI und RA? Wie sind die geschaltet? In Reihe, das heißt R ist gleich RI plus RA. Okay. Und dann kann ich aus dem Ohmschen Gesetz noch sagen, R ist gleich U0 durch I und da folgt raus E U0 ist gleich RI plus RA. Also es bisher ist nur Umformen von dem, was wir haben. Das ist, glaube ich, klar. Das ist, glaube ich, auch klar. Also das ist klar. So, jetzt können wir für die Leistung schreiben. Die haben wir ja da oben. P ist gleich RA. Und jetzt machen wir in Klammern, jetzt setzen wir das hier ein. U 0 RI plus RA zum Quadrat. Okay, also ich habe das ein bisschen umgeformt, was ich hier weiß, und tue das einfach da rein. So, das Schöne ist, ich habe jetzt hier so Produktregeln, ne? Aber RA ist für die weitere Berechnung, können wir rauskicken, brauchen wir nicht. Können wir erstmal ignorieren. Wir können uns komplett auf diesen Term hier konzentrieren. Nee, warte, irgendwas habe ich vergessen. Ah ja, hier. Das will ich noch ändern. Stimmt. Ah. Bevor wir hier... Wir lösen erstmal die Klammer auf und dann tauschen wir einmal. Dann fliegt nämlich das U raus. Also wir haben U Quadrat, also U Quadrat, und dann haben wir RI Quadrat und hier haben wir RA durch RI plus RA zum Quadrat. Und jetzt hat U0 fliegt raus. Und das heißt, wir können eine Funktion aufstellen, Y von RA ist gleich RA durch RI plus RA zum Quadrat. Das heißt, ich habe eigentlich diese ganz einfachen Gesetze, die ich Ihnen gezeigt habe, haben wir einfach genommen, also URI genommen, PUI genommen und so ein paar Sachen eingesetzt, ineinander ausgedrückt aus dem Schaltbild, bisschen rumgeschrieben. Und jetzt haben wir eine Funktion aufgestellt. YRA ist gleich RA durch RI plus RA Quadrat. Und jetzt möchte ich gerne die größtmögliche Leistung. Was ist denn das, die größtmögliche Leistung? Ja? Genau, ich möchte das Maximum der Funktion finden. Und was ist das hier? Das brauche ich fürs Maximum der Funktion. Ja? Genau, also ich will das Maximum finden. Weil beim Maximum ist die maximale Leistung. Also ich möchte den R-Wert finden, bei dem P maximal wird. Das heißt, wenn ich hier das finde, das hier ist eine Konstante, dann wird das hier maximal. Und das heißt, Maximum finden heißt, erste Ableitung bilden und zweite Ableitung bilden.
Welche Regel muss ich hier anwenden für die Ableitung? Wie komme ich hier an die Ableitung ran? Ja? Genau, Quotientenregel. Wie spät ist es überhaupt? Ah gut, wir sind gut in der Zeit, perfekt. Also, Quotientenregel. Bevor wir das machen, brauche ich eine kurze Pinkelpause. Das heißt, wer will von Ihnen, darf einmal versuchen, so wie wir das vorhin haben, für die erste Ableitung mal so aufzuschreiben, für die Quotientenregel, dann können Sie mir nämlich gleich helfen beim Aufschreiben. Und ich muss einmal, so jetzt entmute ich. Gut. Sehr schön. Wir haben hier schon UR und so weiter. Ich überlege gerade, ob ich es so lassen möchte oder ob ich es selber nochmal aufschreiben möchte. Einfach, weil es mich sonst so schnell durcheinander bringt. Ich versuche das größtenteils zu vermeiden. Aber eigentlich ist es richtig, eigentlich können wir es so lassen. Also was haben Sie gemacht? Quotientenregel ist U durch V und dann wäre dy nach dx wäre U'V minus V'U durch V Quadrat. Okay? Und das haben Sie gemacht und ich finde das auch gut, dass Sie die Schreibweise gemacht haben. Also Sie haben U von RA und V von RA. Das ist hier RA und RI plus RA zum Quadrat. Und dann haben Sie hier DU nach DRA, nach DRA, also die Ableitung von dem da. Und das ist 1. Also das ist halt einfach nur x und die Ableitung von x ist 1. Und dann haben Sie hier DV nach DRA, also für das hier die Ableitung gebildet. Und dann haben Sie gesagt, okay, 2 RI plus RA mal 1. Und dann waren Sie kurz unsicher, haben Sie gesagt, weiß ich noch nicht so richtig. Und das ist eigentlich ganz cool, weil welche Regel kann ich denn da anwenden? Genau, die Kettenregel. Und dann können wir mal wieder gucken. Also das heißt, die Kettenregel heißt ja, Sie haben eine Funktion, irgendwas mit, würde man jetzt wieder andere Buchstaben nehmen. Also Sie haben eine Funktion b Quadrat. Und das heißt, Sie hätten hier eine Funktion y von b ist gleich. Und dann hätten Sie b ist eine Funktion von RA in diesem Fall. Und das heißt, das wäre dann RI plus RA. Und laut Kettenregel müssen wir ja die beiden bilden. Das ist, gut, jetzt muss ich hier ein bisschen mal rübergehen. Ich gehe mal hier hin, hier ist, kann ich noch. Also laut Kettenregel müssten wir dann sagen, dy nach d, jetzt muss ich mit den Buchstaben aufpassen, ist gleich dy nach db mal db nach dra. Also muss ich die beiden mir hier irgendwie holen. Und dy nach db, was ist dy nach db, das ist gleich 2b. Ne? Also 2b. Und was wäre jetzt db nach dra? Das ist genau, das geht weg und das ist 1. Und das heißt, Sie haben dann Ihr 2 und in das b schreiben wir rein bbb. Wo ist es denn? Hier. RI plus RA, also schreiben wir einfach da rein. Ne? Und das heißt, wir können die beiden Sachen dann hier und hier hinschreiben und dann ist richtig, was Sie gemacht haben. Nein, den können Sie dann behalten. Genau. Aber wenn Sie da unsicher sind, bei sowas hilft es immer, es einfach relativ, also es ist, sieht trivial aus, aber es hilft einem relativ schnell, wenn man durcheinander kommt. Genau, genau, genau. Einfach regelmäßig machen. Gut, jetzt würde ich mal gerne an der leeren Tafel, mache ich das Ding hier noch weg, also mit dem, was Sie da hingeschrieben haben, gerne weitermachen. Thank you.
dy nach dra. So, dann müsste ich jetzt mal die ganzen Sachen, die Sie hier hingeschrieben haben. Also ich müsste erstmal U', das da, und V, das da. Das heißt, ich habe hier, genau, Ri plus Ra zum Quadrat mal 1, also fliegt weg. Und jetzt habe ich minus, genau, Ra mal 2 Ri plus Ra, richtig? Und das Ganze geteilt durch V Quadrat und V war, genau, hoch 4. Genau, wen könnte ich nämlich mal wegkürzen? Ri plus Ra. Ne? Also das fliegt hier und hier weg. Das heißt, ich habe dann hier Ri plus Ra minus Ra mal 2. Gut, brauche ich die Klammern? Nee, brauche ich nicht. Genau, dann fehlt hier noch durch Ri plus Ra hoch 3. So. Dann kann ich noch ein bisschen weitermachen. Die hier brauche ich eigentlich nicht. Ra, Ri passiert nichts. Ra minus 2 Ria heißt Ri minus Ra geteilt durch Ri plus Ra hoch 3. Okay, das ist die erste Ableitung. Naja, es wird dann ein bisschen schwierig, aber es ist okay so. Also auf jeden Fall können wir so weiterrechnen. So, das ist erste Ableitung. Für die zweite Ableitung müssen wir komplett dasselbe machen. Und ich gucke mal auf die Zeit. Eigentlich können wir das auch machen. Das ist schon wieder eine Katastrophe hier. So, und das hier ist, wo fängt denn das jetzt an? Hier. Erste Ableitung. Und das wäre jetzt hier. Zweite Ableitung. So, für die zweite Ableitung gilt U ist gleich Ri minus Ra und V ist gleich Ri plus Ra hoch 3. Was ist dann U'? Genau, minus 1. Und was ist V'? Genau, 3 Ri plus Ra Quadrat, weil äußere Ableitung, ne, fällt wieder weg und ansonsten ist das hier sehr, sehr moderat. Jetzt müssen wir wieder einfach zusammenbasteln. Das heißt, wir haben U' und U' ist das hier. Also wir haben D, was nehmen wir denn hier? D, wie haben wir das genannt? Genau, dy nach dra. Ri plus Ra ja, so gesehen ja, ist die zweite Ableitung. Aber ich will gut. Achso, hier bin ich. Gut. U' das da mal das da. Das heißt, was brauche ich? Ich brauche das Minus. Ne, wir haben irgendwas falsch gemacht gerade. Genau. Ne,
Nee, mir muss, ah genau, das und das muss stehen, ne? Ja, ja, genau, stimmt, da macht es wieder Sinn, sehr gut. Also da muss stehen, minus RI plus RA hoch 3. Und jetzt steht hier erstmal Minus und dann steht da RI minus RA und dann steht da noch mal 3 RI plus RA zum Quadrat. Und das Ganze teilen wir durch da RI plus RA, genau, hoch? Genau, super. Hoch 6. Können wir irgendwas rauskürzen? Ja, das hier und das hier wieder. Ne? Das heißt, wir können jetzt wieder hinschreiben, ist gleich, also dy nach dRA ist gleich minus RI plus RA hoch 1 minus RI minus RA mal, was kann ich das mal auch beschenken, mal 3. Geteilt durch RI plus RA hoch 4. So, dann kann ich die Klammern loswerden. Das heißt, ich habe dann hier stehen minus RI minus RA minus 3RI plus 3RA geteilt durch RI plus RA hoch 4. So, dann könnte man mal gucken, was kommt dann hier raus. Also minus RI minus 3RI ist minus 4RI und minus RA plus 3RA ist 2RA minus 4RI geteilt durch RI plus RA hoch 4. So, jetzt brauche ich wieder eine saubere Tafel. Also, wir haben eine Funktion aufgestellt, wir haben die erste Ableitung und wir haben die zweite Ableitung. So, jetzt müssen wir gucken, die erste Ableitung was muss mit der sein, damit wir ans Maximum rankommen? Genau, also die muss gleich 0 sein. Ne? Also können wir auch dy nach dr schreiben. So, das heißt, wir gucken mal, wo ist unsere erste Ableitung? Da ist sie. Da, ach, da oben ist sie. Da ist sie. Okay, gut. RI minus RA ist RI plus RA hoch 3 gleich 0. Und daraus folgt, genau das haben Sie gesagt, das passiert nur, wenn RI gleich RA ist. Also nur, wenn die beiden gleich sind, die beiden Widerstände gleich groß sind, dann kann ich die maximale Leistung abrufen. Dann gibt es Kurzschluss. Ja, aber Sie haben recht. Gut, was ist jetzt mit der zweiten Ableitung? Also dann hätten wir hier y RA und dann schreibe ich es auch so hin, also
DY. Was muss mit der sein? Damit wir ein Maximum haben. Kleiner gleich 0. Genau, die muss negativ sein. So, dann gucken wir mal. Y, also zweite Ableitung, RA ist gleich RI. Das setzen wir jetzt ein. Und das heißt, wir können einfach für diese Formel hier eintragen, RI oder RA. Hier ist übrigens noch ein Fehler. 2 RA, 4 RI. Und 4 RI. So, jetzt kann ich das hier eintragen. Also, ist für was habe ich es hier eingetragen? Okay, für RI. Das heißt, minus 4 RI minus 2 RI geteilt durch RI plus RI hoch 4. Achso, genau, plus 2, Entschuldigung, plus 2. So, dann kann ich daraus machen, minus 2 RI geteilt durch, das sind 2 und dann hoch 4 sind 16 RI. Und das ist gleich minus, das muss hier hin, 1/8 RI hoch 3. Und da liegt mein Maximum. Okay. Das heißt, ich habe ein Maximum, wenn die beiden gleich sind. Dann kann ich hier die größte Leistung abnehmen. Und das können wir ganz leicht, das sind einfach Ableitungen. Genau das, was wir vorhin hatten, Differenzenquotienten, Quotientenregel. Und damit können wir ganz, ganz leicht diese Sachen bestimmen. Und auch die Elektrotechnik, das war eigentlich Schulelektrotechnik. Ne? Also wir haben uns eigentlich nur URI angeguckt, Leistung angeguckt, Strom, Stärke, Spannung. Und damit können wir eine halbe Stunde die Tafel vollkritzen mit ein bisschen Mathe. Und können aber im Endeffekt jetzt sagen, okay, wenn wir so einen Stromkreis auslegen, dann ist RA da maximal. Und dann gucken wir mal, ich habe mir nämlich noch hier sowas rausgesucht. Nee, ich habe es hier leider nicht, schade. Und hier haben Sie jetzt so ein Ding, da können Sie mal ein bisschen mit rumspielen. Und das heißt, Sie haben jetzt hier eigentlich ein paar Sachen, die ich hier gar nicht drin haben will im Moment. Das will ich nicht. Das hier will ich auch nicht. Aber ich will hier irgendwie das so machen. Okay, ist jetzt nicht so schön. Und jetzt kann ich aber tatsächlich ein bisschen gucken. Achso, das Ding hier muss zu. Und jetzt müsste ich halt gucken, hier habe ich einen Widerstand und hier habe ich einen Widerstand. Und hier kann ich immer die Leistung mir auch angucken. Da unten steht die Leistung, wenn ich da drüber gehe. Was passiert jetzt, wenn ich die gleich mache? Also ich gehe jetzt hier auf 10 runter. Ne, der erste war 1. Okay, dann gehe ich hier auf 100 hoch. So, dem war irgendwie so was mit. Ja, 62,5 Megawatt. Und was ist hier? 62,5 Megawatt. So, jetzt gehe ich nochmal hier runter. Was passiert hier? 61, also es geht runter und hier geht es hoch. Und dann könnte ich auch mal hier noch, kann ich hier noch höher? Nee, kann ich leider nicht. Ja, er geht aber wieder weg, ne? Genau. Also das heißt, hier ist wieder genau so eine Sache wie bei den anderen auch. Sie können das rechnen und Sie finden für alles Rechner mit Schiebehebeln oder sonst wie was, an denen Sie ganz toll rumspielen können und eben überlegen können, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn. Und da haben wir genau den Stromkreis.
und können sie eben hier die Leistungen jeweils gucken und die ganze Zeit schauen, kommt das Maximum an der Stelle raus oder nicht. Das heißt, genau wie bei der Mechanik oder auch bei dem Quarks und Co., überprüfen Sie Ihre Rechnung immer mit entsprechenden Rechnern im Netz, die finden Sie. Okay? Also wir können jetzt auch wieder ChatGPT fragen, dass er uns einen Code generiert und dann würde er das tun. Gut, dann sind wir mit der Elektrotechnik soweit durch. Die Sonne ist auch schon draußen aufgegangen, finde ich auch sehr, sehr erstaunlich. Was haben wir gemacht? Ich hoffe, Sie haben was über Patente gelernt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen was mitgeben über Patente, warum das wichtig ist, was da Schönes drinsteht. Ein bisschen was über Tesla gelernt. Wir haben ein paar Grundlagen der Elektrotechnik gemacht und einfache Stromkreise zumindest einberechnet und haben das eigentlich recht mathematisch gemacht. So, was machen wir jetzt? Wir haben einen Moment Zeit. Das heißt, wir machen jetzt einen Moment Pause und wir machen so, 20 Minuten ist mir zu lang, aber ich würde mir zum Beispiel gerne die Zähne putzen. Das heißt, wir machen wieder eine Viertelstunde Pause, bevor die nächste Vorlesung beginnt. Okay?